Es gab einen Wettbewerb und da gab es eine Jury und der Vorsitzende war Walter Unterreiner. In der zweiten Runde kam jurid Freud zurück mit dieser eigentlich in meiner Sinne genialen Entwurf, wo man mit das Energiedach und die integrierten Dachflächenfenster Tageslicht bis ins Erdgeschoss zieht. Und das war sehr überzeugend, geniales Entwurf und das war deutlich, dass Juri treu sich mit der Integrierung von den Dachflächenfenstern nicht nur von außen, sondern auch von innen gearbeitet hat. Er hat aus meiner Sicht sehr skulpturell mit das Tageslicht gearbeitet und die Oberflächen. Unser Learning war, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen präpotent, aber das sagen, die Produkte passen. Es, 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 der Schlüssel ist die Planung. Ja. Das macht es eigentlich aus. Also die, die, das Produktportfolio, wenn man es intelligent einsetzt, äh, mit dem kann man schon sehr, sehr viel machen. Da schaffen wir CO2-Neutralität. Das war im Jahr 2008 in der Planung. Ja. Also von dem her hätte es schon gepasst. Wo ich ein bisschen enttäuscht bin, das ist, ist Ventilative Cooling hat sich extrem gut bewährt. Das schreitet sehr zäh voran. Ja, also, das wird in der Planung noch, da fühlt sich irgendwie niemand zuständig. Architekten sehen, dass eher so Lüftung ist, Gebäudetechnik und Gebäudetechniker wollen Maschinen bauen und, 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 und nicht mit Fenster operieren. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, das gebaute Beispiel, die Innovation tatsächlich erlebbar zu machen, ist, ist unabdingbar, um die Dinge zu bewegen. Ja, wie gesagt, man selber glaubt immer, es, es bewegt sich nicht und in Wirklichkeit. Bewegt sich dann doch. Ja. Und ich, ich denke, also das, das war einer der Ansätze, immer zu sagen: ein, ein Beispiel bringt, ein gebautes, reales Beispiel bringt viel mehr als viele Studien. Fußnote: Ohne viele Studien wüsste man nicht, wie das gebaute Beispiel sich darstellen soll, was die Ziele sind. Dennoch, um wirklich in die Breite zu kommen, um was zu implementieren, da hilft dann nur das Experiment. Ja. Das Haus ist in Summe, das hat so viele Lieblingsplätze und das Haus ist in Summe so gelungen, dass ich gar nicht sagen könnte, ich habe einen Ort, der besonders ist. In Summe ist es einfach, natürlich hat man spektakuläre Blicke. Wir haben nach wie vor kaum Bilder, weil wir haben die Fenster, das sind die Bilder und wir kriegen die Natur mit und die Jahreszeiten mit, indem wir in den Wald hineinschauen. Wir waren gerade vor ein paar Wochen mit einer dänischen Gruppe von Professoren und Studenten wieder mal dort, nach längerem. Und ja, das Gebäude ist ganz vergraut, hat eine Patina, ist alt geworden. Und wir sind dort gestanden und haben gesagt, viel schöner als vorher. Einen Aspekt nennen soll, was das Aller, Allerwichtigste ist bei nachhaltiger Architektur oder eigentlich Architektur als solches dann ist es äh, Liebe. Dass die Bewohner und die Leute, die verstehen ihren Haus und die haben ein Liebe dazu, weil das als Hebel für das Aufrechterhaltung, die Pflege, äh, das ist das Allerwichtigste, weil dann haben die Häuser eines langes Leben und äh, das ist das Allermeist nachhaltige. Ja. Und dann haben wir jetzt äh, das nächste Programm formuliert, das heißt Lebensräume. Und Lebensräume ist eigentlich ganz einfach People and Planet.